Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Weihnachtschallenge. Dies ist Teil 23, der Tag vor Weihnachten. Ja, und ich denke mal, ich nutze jetzt mal das verdiente Geld. Erstmal lasse ich den Zwockel nochmal die Federn hier auspacken, damit wir dann auch wissen, wie viel Geld wir damit noch verdient haben. Und ja, sozusagen machen wir jetzt einen Kassensturz und ich nehme dann das verdiente Geld und dekoriere und baue um und kaufe Weihnachtsgeschenke. So, jetzt gucken wir mal, können wir noch so eine Vogelskulptur machen? Nein. Dann verkaufen wir mal die, von denen wir viele haben. So, bei den Einzelnen lohnt sich das ja kaum. So, hier von denen haben wir 17. Von den Löwenfedern. Das sind ja echt viele und das hier sind... Was sind das? Na? Finkenfeder und Kardinalfeder. Wir könnten auch ein paar hier an diese Wand hängen. Einfach nur so zur Deko. Damit es bei denen auch schön verziert aussieht. Denn man kriegt hier so schöne Bilder mit den Federn. Da sieht man dann auch die Vögel. Das finde ich eigentlich ganz toll. So. Und nehmen wir diesen. Nein, das ist nochmal der gleiche. Nun klappt man es doch besser auf und zieht es so. Und hier eine Entenfeder. Und eine Blauheerfeder. Und eine Reiherfeder. Ja, ich finde, das sieht schön und interessant aus. Übrigens, man sollte natürlich nicht in echt Vögel jagen und dann die Federn sammeln. Das geht gar nicht. Und, also einfach aus Tierschutzgründen. Aber in den Sims geht das. Und das ist eine Möglichkeit, dass die Katzen sich halt am Familieneinkommen beteiligen. Und darum ist das sehr reizvoll. Und das sieht ja so auch sehr schön aus. Aber in echt sollte man das auf gar keinen Fall machen. So. Ja, die gehen jetzt alle schön schlafen. Das ist gut. Und ich gebe jetzt das Geld aus. Wir haben hier auch noch mal so Wandschmuck. Da kriegen wir auch noch mal 500 Simoleons. Jetzt haben wir fast 50.000 Simoleons. Und ist eigentlich schon vieles verziert. Was ich jetzt erstmal mache, ist, ich packe diese Bäume hier weg. Und ich muss sagen, ich finde das Grundstück jetzt zu klein. Weil schon diese Hütte ist ja eigentlich relativ groß. Ah ne, da muss ich jetzt hier so machen. Weil ich will jetzt die Hütten so ein bisschen nach außen setzen. Also so, oder so nach außen hinten, damit wir in der Mitte einen größeren Platz haben. Also erstmal diese hier. Soweit es geht, kommt man dann da noch vorbei? Mal gucken. Nein, so wollte ich das nicht. So, genau. Ja, es wird ein bisschen eng, wenn man dann zur Werkstatt will. Ich pack's lieber eins weiter vorne hin. So. Was ist jetzt passiert? Nein, nicht. Hilfe. Jetzt müsste ich es wieder drehen. Mal gucken. Ja, jetzt sieht's doch ganz gut aus. Da muss man das hier erst ausschalten. Das gucke ich mal so. Jetzt ist hier eigentlich zu viel Platz. So viel Platz brauchen wir gar nicht. Da zum Durchgehen, meine ich. Aber es gibt wohl nur entweder oder. Tja, die Hütte ist halt relativ groß mit dem Badezimmer. Tja. Was mache ich denn da? Ich guck's mal aus der Vogelperspektive. So, und verschieb das jetzt nochmal. So geht es.
Das sieht vielleicht nur so dicht aus. Geh mal aus diesem Verschiebemodus raus und dann gucke ich mir das mal direkt an. Na, man kommt schon durch zur Werkstatt. Ich meine, jetzt braucht auch niemand mehr die Werkstatt. Man könnte es vielleicht fast noch weiter hinterschieben. Das probiere ich mal. So. Nee, dann wird es zu... Dann geht es nicht. Schade. Na gut. Lassen wir es so. Und dann stelle ich die Lampe da erstmal wieder hin. Okay, und die andere Hütte, die setze ich auch weiter nach hinten. Und vielleicht stelle ich den Gartendings nach hinten. Mal gucken, ob das dahin passt. Ja, irgendwie schon. So ist natürlich nicht richtig. Aber so würde es passen. Da kann man den Garten dann hier hinten bearbeiten. Das macht ja eigentlich Sinn. Winteräpfel. Und dann stelle ich den hier mal kurz aus dem Weg, damit ich dann diese Hütte hier auch verschieben kann. Die will ich dann vielleicht auch etwas größer machen, dass man da vielleicht so drin sitzen kann oder so. So. Okay, das hat doch... Ah, das hat sich jetzt gedreht, ohne dass ich das absichtlich drehen wollte. So, und jetzt ziehe ich mal dran. Ja, das geht. Aber nur eins, okay. So. Ja, und ich könnte es auch noch eins nach vorne ziehen. So. Und das Dach ziehe ich dann auch eins nach vorne. Und das hier packe ich einfach mal ins Haushaltinventar. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Gut. Sieht jetzt so ein bisschen ungleichmäßig aus. Naja, weil wir hier diesen Turm haben, der rausguckt, sonst könnte ich das auch weiter nach hinten schieben. Und es muss ja nicht alles gleichförmig aussehen. Dann mache ich hier vielleicht einen vergrößerten Weihnachtsbaum hin. Also noch eins größer. So. Okay. Und den kann man ja dann immer noch davor stellen. Den hier mache ich jetzt wieder weg. Der war ja nur aus Witz da. Und die brauche ich eigentlich auch nicht. Den hier schiebe ich hier mal in die Ecke. Huch, jetzt guckt die Lampe aus ihm raus. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und vielleicht noch mehr solche Girlanden. Ja, ja, wenn ich da jetzt einfach vier nehme. So, warte mal. Nach vorne ziehe, um möglichst viel Platz zu haben. Hier noch eine hin. Und die ziehe ich jetzt hier möglichst weit an den Rand. Und da können die sich ruhig überlappen. Oder ich drehe die um. So. Damit in der Mitte der breite Durchgang ist. Ja. Und dass die hier in der Luft schweben, das ignorieren wir einfach mal. Und diese Schneemänner halten diese Säulen fest. So. Und den Briefkasten, den stellen wir einfach hier nach hinten. Weil dafür interessiert sich an Weihnachten eigentlich keiner mehr. So. Gut, hier haben wir jetzt weiterhin eine Theke. Will ich da eine richtige Bar hinmachen? Macht ja eigentlich Sinn, ja, warum nicht? So, dieses Getränk lassen wir und dann kommt da noch eine Bar hin.
So, das ist bei den Esszimmern. Und welche Bar sieht denn am weihnachtlichsten aus? Ich würde mal sagen, keine so richtig. Nee, die ist schon ziemlich partymäßig. Dann eher so eine. Die Kellerbar. Gibt's hier auch noch anders? So passt die vielleicht etwas besser. Und dann nehmen wir auch noch einen anderen Runden, eine andere runde Theke, würde ich sagen. Ups, nein. Ihr sollt hier im Ganzen. So. Das ist dann bei den Küchensachen. Welche passt denn hier? Ist das die da? Oder die da? Ich glaube die da. Die Vintage-Inseltheke. In Rund. Aber mit dieser Farbe. Ja, das passt. Sehr gut. Schieb. Und jetzt machen wir da auch zwei Barhocker hin. Oder drei. Gucken wir mal. Damit es etwas gemütlicher wird. Und dann nehmen wir vielleicht hier so relativ gemütlich aussehende. Oder die da. Die sind doch cool. So. Ja, ich denke, man kann drei machen. Dann kommt man da immer noch durch. Und dieses Dings da. Wir könnten hier drinnen noch was zum Sitzen machen. Weil wir brauchen ja Platz zum Sitzen. Diese Eule stellen wir mal dahin. Und jetzt klappe ich mal dieses ganze Dings da auf. Das Klo müssen wir natürlich lassen. Damit die Gäste auch aufs Klo gehen können. Hier ist ein Durchgang. Ich guck mal, ob man da so eine Bierbankgarnitur hinkriegt. Aber ich fürchte, das wird zu eng. So. Der Picknicker. Ja, das wird eindeutig zu eng. Sowas stellen wir lieber hier draußen hin. So, denn davon brauchen wir schon auch welche. Oder vielleicht in einer festlicheren Farbe. Die gibt es ja hier zum Beispiel von Großstadtleben ganz schön. Und bei Elternfreuden, naja, es ist so ein bisschen sommerlich eher. Das hier mit Schirm ist natürlich reizvoll, so nach dem Motto, wenn es schneit, aber es wird nicht schneien. Es hat nur geschneit. Hier gibt es diesen neuen. Das finde ich jetzt gar nicht schlecht, weil der ist halt neu von dem Hunde- und Katzenpack. Davon nehme ich mal drei und stelle die dann noch schön hin. Und hier mache ich vielleicht ein Sofa hin. Oder mehr so eine Bank. Mehr so eine Bank, würde ich sagen. Weil ein Sofa ist irgendwie etwas unpassend. Aber eine bequeme Bank vielleicht. So, die so ein bisschen weihnachtlich daherkommt. Naja, so richtig weihnachtlich ist die nicht, aber ich denke mal, man kann so sitzen. So. Und ich hoffe, dass man nicht nur so sitzen kann, sondern dass dann auch noch jemand an der Bar arbeiten kann. Werden wir sehen. So, das Klo funktioniert schon mal gut. Die Deko sieht man sowieso kaum. Guck. Nur wenn ich so mache. Oh ja, es ist alles voll gedekot. Das reicht. Hier ist natürlich nicht so voll gedekot, weil ich diesen Raum ja größer gemacht habe. So. Darum erweitern wir hier nochmal die Deko. So. Kommt hier noch so ein Kranz hin. Jawohl.
Und noch so ein Geglitzer. Ja. Ja, das müsste fast schon reichen. Und da... Eieiei, das kriege ich dann nur hin, wenn ich die Wand wegmache und wieder hin. Und ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Aber ich hänge hier noch was hin, denn es ist gar nicht so hell in diesem Raum. Da könnte man noch von der anderen Lichtdeko was nehmen. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Komm, hier. Da. Ja, jetzt wird es schlagartig heller. So. Gut. Sehr gut. Und da will ich dann Tisch und Stühle reinmachen. So. Tja. Dann nehme ich am besten so einen Tisch, der hier dazu passt. Okay. Hole ich mir hier mal die Tischabteilung. Das ist ein kleiner Tisch. Ich wollte aber diesen hier. So, der passt hier sogar rein. Das ist gut. Und dann nehmen wir Stühle. Dann nehmen wir einfach diese Stühle, die wir hier auch haben. Die passen auch zu den Barstühlen. So. Ne, 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 komm. So, sehr gut. Ja, dann haben wir hier einen überdachten Essbereich, wo man auch was zu essen hinstellen kann. Hier verteilen wir hier diese Picknicktische. Wo kommt der hin? Vielleicht noch hier. So. Und, oh, die Folge ist schon relativ lang. Was ich noch unbedingt will, ist so ein Buffettisch. Genau, so ein. Und den stellen wir in die Mitte, dass da Speisen serviert werden können. Und dann holen wir uns noch so einen Weihnachtsbaum, und zwar in der kleinen Variante. Stellen hier noch einen hin und vielleicht da noch einen. Und vielleicht hier so um diese Pfosten rum. So. Okay, und jetzt brauchen wir noch Geschenke. Haben wir noch Platz für die großen? Jetzt gucken wir mal. Den Tisch mache ich vielleicht hier, obwohl, nee, den Tisch mache ich mehr so Richtung Haus. Da kann man den auch gut bedienen. Und den Geschenkestapel, den machen wir hier im vorderen Bereich. So. So. Oder das sollte vielleicht besser rot sein. Und vielleicht machen wir auch noch so ein Ding. Stapeln wir so ein bisschen ineinander. Dann machen wir das hier grün. Und noch so eins. So, und das machen wir dann blau. Und stinkt man dann noch eins. Und dann packen wir da drauf noch solche kleineren. Rosa? Warum nicht rosa? Ja. Da, das mache ich ein bisschen größer. Dann guckt es auch oben raus. So. So, und noch eins. Ach, ich habe gar nicht noch eins. So, die werde ich dann auch gleich noch umfärben. So, und noch eins. Die stelle ich dann so hier so an den Rand. Wir müssen ja Geld ausgeben. Weil schließlich haben die ja die ganze Zeit geackert, um viele Geschenke kaufen zu können. Und wir haben fast zu viel Geld.
So. Wir haben immer noch 38.000 Simoleons. Das kriegen wir gar nicht alles ausgegeben. Für Weihnachtssachen. So. Aber das ist doch toll. Dann können die im Zweifelsfall auch noch was spenden. So. Ich weiß nur gerade gar nicht, wer in meiner Sims-Welt Spenden braucht. Die kriegen das alles immer ganz gut hin mit dem Geld. Selbst der Willi mit dem Tierheim, da würde ich sagen, ein Tierheim könnte natürlich Spenden gebrauchen, aber der kriegt das auch ganz gut hin. Naja, falls wir mal eine Spende brauchen, wissen wir, vom Weihnachtsmann kann man noch eine Spende kriegen. So, wir könnten noch ein bisschen Deko auf die Tische stellen. Nehmen wir teure Deko oder Weihnachtsdeko? Ja, das wäre doch hübsch, hier so eine Katze. Ist aber auch nicht teuer. Ist trotzdem hübsch. Das gibt es, glaube ich, auch noch als Hund. Nö, das ist der Hund. Und das ist die Katze. So. Und da ist doch noch diese Statue, diese goldene da. Naja, die ist wenigstens teuer. So, was kostet die? 1400, naja. Gut. Auch der ist doch niedlich. Den stelle ich hier noch dazu. So als Spielsachen für die Kinder. Und finden wir noch was Niedliches? Der zwergliche Glückwunsch. Zwerglicher Glückwunsch zu Weihnachten und noch ein Teddybären. Ja. Was ist denn das? Ein Porc du jour? Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber der hier sieht lustig aus, der Zwerghase. Den stellen wir hier zu dem Baum dazu. Komm, nicht verstecken. Hier rauskommen. So, sehr schön. Und da könnten wir noch diesen Zwerg. Zwar ist eigentlich Weihnachten kein Gartenzwergfest, aber ich finde die irgendwie passend. Hatten wir nicht noch so Luftballons? Das ist zwar nicht weihnachtlich, aber immerhin festlich. Ist vielleicht eher hier. Bei den Kindersachen dürfte das sein. Bei den Kleinkindergeschichten gab es das. Mal gucken. So, das sollte ich jetzt aber schnell finden, denn die Folge ist schon über 20 Minuten lang. Pfui, Schande. So, ich sag mal alle und filter das jetzt mal mit dem Kleinkind-Pack. Weil ein paar Luftballons wären eigentlich schon ganz schön. So, ja, hier sind die. Gut. Ja, das sieht doch eigentlich hier ganz schön aus. So, könnte man da so nach oben über die diese Weihnachtsbäume machen. Es ist zwar nicht so ganz klassisch, muss ich gestehen. Aber mir gefällt das jetzt gerade. So. Und dann vielleicht hier noch neben die Tür. So und so. Und ist das hier hell genug? Man könnte hier wohl noch eine Lampe draufstellen. Da gucke ich noch mal kurz, ob ich da eine schöne Lampe finde.
Jetzt filtern wir das mal weg. Am besten was mit Kerze. Die da vielleicht. Ja, das ist doch schön. Okay. Gut, ich denke mal, das ist jetzt genug dekoriert. Und dann können wir in der nächsten Folge Weihnachten feiern. Mir fällt noch was ein. Ein Radio, damit wir Weihnachtsmusik zu hören kriegen. Das geht aber schnell. Wo hänge ich das hin? Vielleicht am besten hier. Geht das dahin? Da oben? Ja, da geht das. Wunderbar. Okay, gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.